Und da sind wir wieder bei 7 Days to Die, schon in der zweiten Folge der Alpha 15. Ich hoffe, letztes Mal hat es euch Spaß gemacht. Wir hatten ja, hey, Shotgun. Nice. Wir hatten uns ja hier mehr oder weniger mühsam ein kleines Prefab erkämpft, das wir jetzt dann heute auch ein bisschen ausbauen wollen. Ein bisschen häuslich gliedernassen für die erste Nacht. Es ist schon 16.30 Uhr hier in Game. Und ja, schauen wir mal. Wieder reingucken. Viel Licht haben wir leider noch nicht, weil geringes Level und so. Aber das wird schon. Das haben wir gleich mal raus. Das brauchen wir nicht. Hinten habe ich gesehen, gibt es eine Tür. Und hier machen wir einfach Woodframes ein. Woodframe. Woodframe. Derer 4. Und dann reicht es schon vorläufig mal. Da ist nicht perfekt. Aber für die erste Nacht wird es uns schon einen wohlig warmen Schlafplatz bereiten. Ach, wir sind voll. Sehe ich gerade. Tun wir da mal ein paar Sachen rein. Vor allem das Zeug, was irgendwie sich hier anzieht, das ziehen wir mal auf. Tun wir rein. So. Na? Und schon der erste Hausgast. Da sind wir noch gar nicht richtig eingezogen, du. So. Ja, ja, wenn die Nachbarn wieder prallen an deiner Haustür klopfen. So. Gut. Woodframe Time. Ja, gut. Hopp. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie schaut es holzmäßig aus. Aber wir haben ja noch ein paar wooden Chairs, die können wir scrappen. Hahaha. Derweil wir looten. Oh, oh, sehr gut. Hm. Wasser. Haben wir da? Potassium. Gut. Kartoffelsamen. Ja, wenn wir dann mal ein Feld anlegen, kann man schon brauchen. Und hey, jetzt geht's aber rund hier. Oh, Cooking Pot. Drei Cooking Pots schon, gut. Einer hätte mir gereicht, aber Cooking Pot ist einer der wichtigsten Items am Anfang, sonst könnt ihr ja kein Wasser machen. Was haben wir hier noch? Ja, cooler. Mmm, Meat Stew. Lassen wir mal aber noch drinnen. Nightstand. Und da ist noch eine Spots Bag. Endlich mal ein gescheiter Knüppel. Grab. So, schauen wir unter die Tür. Noch ein bisschen zu overpowered zum Öffnen. Müssen jetzt dann Holz sammeln gehen. Was kann man da noch reintun? Das. Das mein. Aha. Und neues Feature, Autosort. Und es deckt auch automatisch, was ich ziemlich geil finde. Den können wir auch mal bauen. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Ah. Birdmast. Nimm mal mit. Dann geht's zum munteren Holzhacken. Ah, jetzt kriege ich Quest Completed, Basic Survival. Ja, jetzt brauche ich noch eine Bedroll. Stimmt, wäre vielleicht auch ganz wichtig. Ich habe mal gehört, wenn man das mit den Händen macht, kriegt man Athletic Points dazu. Ob das stimmt, weiß man nicht. So. Holz ist halt auch so eine Konstruktion, die nicht für die Ewigkeit ist, ja, aber besser als gar nichts. Holzhütte ist schon gar nicht so ohne am Anfang.
Scrap, dann machen wir eine neue X. Oh ne, jetzt machen wir 3. Jetzt geben wir auch gleich ein bisschen Punkte. Ah, Wertness nochmal. Zombie Remains, gut. Ah ja. Ah, jetzt ja. So, nächster Baum. Naja, zumindest werden wir im gewissen Biom weder verhungern noch verdursten, weil man ja die Yucca-Pflanzen zu Yucca-Juice machen kann. Und so als Startwert ist es doch sicherlich nicht ohne. Und zwar mit den nötigsten Werkzeugen eingedeckt haben und so. Lässt sich hier schon leben. Da liegt, glaube ich, auch noch Kohle da hinten. Naja. Schaut euch mal den malerischen Sonnenuntergang an. Wahnsinn. Da staunt sogar der Zombie nicht schlecht. Na komm. In your face. Ah ja. Was hast du dabei? Nichts. Nada. Greenpeace würde laut aufschreien, überall flackte Müll. So. Machen wir das mal klein. Dann machen wir mal ein paar Wood Frames. Oh, 81 sind bis. Machen wir 25, das sollte eigentlich reichen. Dann hat man nochmal ein, zwei Bäume zusammen. Yucca nehmen wir auch gleich mit. Cactus Time. Abandoned Rubbish. Läuft. Ach, hier ist sogar Golden Rod. Ach so, ja gut, weil direkt das grüne Biom anschließen. Ist echt nicht so ohne. Da können wir Holz. Natürlich könnte man auch einfach diese Fensterläden upgraden. Vielleicht machen wir das mal für die erste Nacht. Das bringt zwar nicht so ultra viel. Man könnte ja zur Not noch was davor setzen. Naja. Na, schon wieder kaputt. Grab it. Take it. Die Tür müssen wir eh kaputt hauen. Das hilft alles nichts. Ach, komm schon. Dann machen wir doch gleich mal die Bedroll. Nicht, dass uns ein Zombie doch nochmal was auf die Mütze gibt und wir sterben. Denn die Vipfa-Fackel hingetan. Irgendwo hingehängt, ne? Ah, da. Achso, ja gut, einen Eingang werden wir auch noch brauchen. Ach, vielleicht können wir über oben das machen, dass man über oben rauskommt. Weil die Meerseite ist links. Macht da nichts. Oder ein Tunnel. Secret Tunnel. Secret Tunnel. Ah, nee, Tür.
Abol. Ah, Idee. Gute Idee. Warum eigentlich nicht? Wir könnten da einfach eine Leiter hinmachen und das als Eingang nehmen. Oh, das geht auch. Machen wir es so. Machen wir was anderes. Das ist schon mühsam mit dem Hammer. Also müssen auch unbedingt mal die Looting-Tür machen. Aber jetzt wäre es doch mal gut, das Haus noch ein bisschen abzugraden. Einfach so. Weil nachdem gleich doch Tag 1 heute kommt. Ja, Horde. Halt die ersten paar Sombonen. Schon keine Hunde am Tag 1 kommen, hoffe ich. Ah, yeah, schneller, schneller, schneller. Ja, allein ist das alles schon relativ mühselig, muss ich sagen, aber. Dafür seid ihr dann auch selber schuld, wenn was schief geht. Und nicht euer Mitspieler. Sieht schon traumhaft aus, du. Komm mal. Was sagt der Holzbestand? Ja, das reicht schon noch. Ein paar Spikes wären gut, aber gut für Nacht 1 bis Nacht 7 ist das ja sowieso schon. Wenn die erste nächtliche Horde kommt, ist das ja wahrscheinlich eh schon, hoffe ich, alles aus Cobblestone oder tausendmal abgesichert. Hoffe ich. Schau mal. Level 4. Jetzt ist mir das Holz ausgegangen, war ja wieder klar. War ja klar. Haben wir erstmal ein paar Steine. Weil da schaut es auch nicht so rosig aus. 50, 50. Oh, wie geil, wilder Mais. Okay, einer. Ich dachte wenigstens zwei oder so. Naja, naja. Jetzt wird es dann langsam dunkel. Was kosten denn diese Spikes inzwischen? Wood Spikes. 100! Ja. Und das ist schon gemein. Aber wir können dabei mal die Dinger machen, ne? Die Treppe, die Leiter. 5 auf 5 sollte eigentlich reichen. Wenn wir zu viel haben, dann scrapen wir es halt und haben dann zwar immer noch Verlust, aber nicht so tragisch weg mit denen. Achso. Ich wollte ja alles scrappen. Nein, nein. Ökonomischer ist tatsächlich scrappen. So. Also meine Yucca. Da ist Clay, das ist schon mal gut. Den Eingang haben wir dicht gemacht. Da ist halbwegs zu. Hier ist zu, hier ist zu. Hier ist zu. Naja. Hier ist. Ah. Kostet eigentlich auch immer nur 10, ne? Einfach zu wenig Holz gesammelt. Entweder machen wir es hier. Da geht er leider nicht. Oder hier. Hier. Da war der ursprüngliche Eingang. Ach, machen wir es hier. An der Seite.
4,4. Ah. Na, lässt du dich placen. Das war gar nicht so dumm. Also dumm war eigentlich im Moment, dass wir... Ah, schau mal her. Wie geil. Das ist sogar die andere Seite von dem... Von dem Raum, wo wir nicht rein konnten, weil er gelockt war. Sehr cool. Naja. Ist ja blöd, weil wir immer außen rum laufen müssen, aber dann haben wir uns halt da irgendwas rein. So. Aber halbwegs zombie-sicher sollte es sein. Vorläufig. Alter. Da ist die Tür wahrscheinlich schneller, oder? Ja. Da geht die Tür schneller als der Wooden Frame. Kaputt. Na komm. Müssen wir dann doch irgendwann mal was trinken? Und mal schauen, vielleicht können wir doch was skillen. Was skillen wir denn zuerst? Construction Tools, auch gut. Miner, Mining Tools. Mining Tools ist wichtig. Haben wir da mal 5 Punkte rein und da auch nochmal 3. Dann nochmal 4. Okay. Jetzt sollte das Ganze eigentlich schon etwas flotter von der Hand gehen. Naja, ein bisschen. Die Campfire brauchen wir auch noch. Platz. Ja doch, ich glaube, es ist echt schneller, durch die Tür zu gehen in dem Fall. Alter, da ist natürlich zappenduster hier. Wo geht's denn da runter? Wo ist mein Mining Helmet? Ah, siehste mal, die habe ich vergessen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Tu mal das Bauzeug in den Ofen. Weiß schon, das hat jetzt alles keine super tolle Reihenfolge, aber das muss ich mal offscreen ein bisschen sorten vielleicht. Dann ist das schon. Aber die Nahrungsmittel tun wir mal in den Kühlschrank. Das noch. Ja. Das wäre doch schon mal gar nicht ohne. Blueberries, Snowberries. Naja, Snowberries. Ne? Plant Fibers. Animal Fett. Animal Fett, schauen wir mal, ob wir das kann man eigentlich zu Tello machen. Und den Landlime Block tun wir da auch mal rein. Iniensamen. Potassium. Nix dabei. Da ist noch Essen. Thomas Campfire vielleicht da auf den Tisch. Campfire. Da ist er. So. Lodelay. Cooking Pot. Oh, you've earned a skill point for completing the basic survival quest. Spend it by accessing your inventory, bla bla bla. Okay, nächstes wäre Journey to Settlement. Locate Trader. Der ist wahrscheinlich hunderttausende von Kilometern weit weg. Oh. Okay. Südosten. Ich sehe nicht. Das soll der nächste sein. Aha. Das werden wir vielleicht mal eine Doppelfolge damit machen. Nein.
Aber das Holz, das brauchen wir dabei noch. Machen wir lieber Grill. Coal. Bottled water. Hello. Wasser ist schon mal wichtig und Bottled Murky Water können wir auch eins machen. Okay. Was brauchen wir denn eigentlich nochmal für eine Torch. Glove, Wood, Tallow. Okay, gut, cool. Trick 17 mit Selbstüberlistung. In den Couchen ist nämlich immer. Oh, bis jetzt kein Zombie. Ist nämlich immer ein bisschen Stoff drinnen. Ach, gib mir erstmal das Tello, dann kann man das nachher immer noch craften hier. Brauchen halt jetzt Kerzen oder irgendeine andere Lichtquelle, sonst halt schon. Also, Wild Egg machen wir nicht. Wir machen, wenn dann. Was war das da? Da ist noch Kohle. Wir machen, wenn dann, so Hammond Eggs oder sowas. Gut, Mono, jetzt hast du es wieder im Inventar. Toll. Wurscht, alles Rinder. Müssen wir jetzt nicht brauchen. So. Alles mit. Ist, glaube ich, eh unser größter Loot-Container hier im Moment. Das ist wichtig, das brauchen wir noch. 11. 11 ist ein bisschen wenig. Da können wir noch nicht mal. Das reicht uns noch nicht, um anständig was zu machen. Elf Animal Hide ist tatsächlich noch viel zu wenig, um Bellows zu machen für die Forge. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal ein, zwei Torches. Und craften wir nochmal ein paar Axes. Einfach weil es geht und weil wir dann im Level vielleicht ein bisschen aufsteigen. Yay, Torch. Und er sprach, es werde Licht. So. Ja. Setzen wir uns ein bisschen gemütlich ans Feuer erstmal. Und hier brauchen wir unbedingt noch eine. Je mehr Fackeln, desto besser. Und hier oben. Ja, wobei hier geht es ja mit dem Licht einigermaßen. Klar könnte man es Gamma hochstellen, auch in-game, aber das finde ich ist immer ein bisschen cheaten. Naja, Stufe 17 oder vielleicht schon auf Stufe 20 dann mit der Axt oder noch ein bisschen höher. Das wäre doch, ist doch schon mal was für den ersten Tag. Das scrappen wir auch. Das scrappen wir auch. So, Iron. Ach so, das war's dann auch wieder an. Das ist ja blöd. Haben wir noch Tello? Ja. Aus denen kann ich doch auch Kerzen machen, ne? Ja, machen wir mal ein paar Kerzen. Eine Minute 45. Ja, genau da wollte ich sie platziert haben, nicht. So. Ah, ja, die bringen halt so extrem wenig Licht, die Dinger.
Im Vergleich zur Fackel halt, ne? Und kosten auch nicht recht viel weniger. Was können wir noch so basteln? Barbed Wire Fence. Ah, Arrow. Dann machen wir noch ein paar Arrows. Den machen wir kaputt, der nervt mich. Hier hätte ich auch noch ein bisschen gern Hintergrundbeleuchtung. Den ganz safe, den lassen wir jetzt erstmal außen vor. Und dann suchen wir mal ein bisschen Holz. Ist zwar Nacht jetzt, bisschen gefährlich, aber es tagt ja bald wieder. Na, die Axt ist jetzt auch gleich dran. Ave Sanctus. Scrap. Na komm, gut, gut, aber bis jetzt waren die Zombies brav. Haben gar keine. Also nachts zumindest. Tagsüber ja, aber nachts hielt sie es noch in Grenzen. Jetzt haben wir jetzt 600. Ja, sieht doch schon besser aus. Wird doch langsam. Können wir uns auch ein bisschen Fleisch machen. Das ist doch schon mal gar nicht ohne. Tun wir draußen noch ein paar Kerzen hin. Zur Deko und dass wir nicht in irgendwelche Kakteen stopfen. So, eine Kerze haben wir noch. Vielleicht beim Aufgang. Einfach, dass man den nachts besser sieht. So, home sweet home. Was macht unser Camp? Campfire. Gehen wir das noch in Auftrag hier. For the daughter. Cook, bacon and eggs. Den Rest machen wir Charred Meat. So. Und einmal. Den Splint, den kann man vielleicht noch brauchen. Jetzt darf es auch wieder, ich glaube immer aus so um 4 rum wird es hier Tag in dem Game. Schauen wir mal. Morning has broken. Ah. Wie so ein Blinder im Minenfeld, oder so? Na komm. Die Wasserreflexionen bei Nacht sind auch cool eigentlich. Hey, da ist ein Hühnchen. Hä? Papa! Wusste ich doch, dass es zu klein war für einen Zombie. Das gibt Federn ohne Ende. Sehr geil. Yay. Ein bisschen Stoff nehmen wir noch mit, weil seht ihr, die Nächte sind sehr dunkel. Aus Cotton kann man ja Stoff machen. Gehen wir ein bisschen Baumwollpflüge. So. Fisch aufs Feld. Aber so gar kein Flashlight oder sowas ist halt schon fies. Anfangs ist das hier echt eine ganz schön zähe Geschichte. Aber die können wir mal noch pflanzen, ne?
Erneuerbare Ressourcen mäßig. Uah. Hallo, Herr Kaktus. Ich dachte, Sie sind ein Zombie. Ja, tatsächlich, nachts kannst du echt nicht viel machen, bis du den Mining Helmet hast, mit dem du dir Licht machen kannst. Eigentlich keine Chance. Ich meine, jetzt geht eigentlich gleich die Sonne wieder auf. Also. Very interesting view. Und naja, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Mal schauen, was wir morgen alles hinkriegen. Ich möchte morgen unbedingt am nächsten Tag die Forge machen. Und schauen wir mal, vielleicht schaffen wir das auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mich auch gern haben. Nein, Schmarrn. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Positive wie negative, Hauptsache konstruktiv sollen sie sein. Und ich wünsche euch was, gehabt euch wohl, bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die mit mir, dem Mono. Ciao.